So, hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen. Ja, ich möchte mit euch zusammen heute mal ein bisschen weiter Hogwarts Legacy spielen. Hoffe, ihr habt Lust hier dabei zu sein und schauen wir mal, was uns heute so alles hier ein bisschen im Schloss erwartet. Das... Ich schau nochmal ganz kurz. Hallo Impi, schön, dass du mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag, Heathcliff. Ich wollte noch mal ganz kurz schauen, ob hier auch der Spieleton mit dabei ist im Stream. Oder das kannst auch du gerne machen. Klingt tipptopp. Also scheint alles gut zu sein. Also auch diese ganze wunderbare Musik im Hintergrund. Ja. Ja. Schauen wir mal, was heute ist. Das letzte Mal hatten wir das Problem, dass wir ziemlich genau nach 30 Minuten immer einen Abbruch hier im OBS hatten. Schauen wir mal, was heute kommt. Genau. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier auf dem Weg zu der wunderbaren Duellarena, die gekreuzten Stäbe. Ich habe erst gestern zu dem Thema was gelesen, und zwar hat sich da ja wohl ein anderer deutscher Streamer ziemlich drüber aufgeregt, wie zweideutig das Ganze hier sein wird. Weiß nicht, Impi, okay. Hast du das auch mitbekommen, den Artikel? Ne. Dass diese gekreuzten Stäbe ja an sich schon eine ziemlich zweideutige Aussage sind. Dass jetzt wohl auch ein paar Aussagen kommen, wie der Letzte, der steht, hat gewonnen und sowas. Da hat sich, glaube ich, Trimax ziemlich drüber aufgeregt. Klar. Schauen wir mal, was jetzt da wirklich kommt. Ja, genau. Kann ich dir helfen? Nein, ich hocke die ganze Zeit so rum, während du nicht da bist, weil, ja, ist so schön die Wand. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Naja, du bist ja schon mal nicht sicher, ob du ihn jetzt Sebastian oder Sebastian nennst. Finde ich schon mal cool, ne? Naja, komm, wir sind mal nett, oder? Das höre ich sehr gern. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. Das meint er. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Sagen wir es so, man kann das schon zweideutig verstehen, wenn man möchte. Okay, aber du kannst halt auch einfach alles zweideutig verstehen. Also. Ich meine, Professor Fig ist eindeutig zweideutig, also... Ja komm, lass uns mal duellieren und schauen, was passiert, oder? Ja. Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na? Okay, das war zweideutig. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Feuerwerk. Das wirst du sicher noch bereuen. Scheiße, Feuerwerke, ich habe noch nicht getroffen. So, was haben wir hier denn? Levitationszauber. Guardium Leviosa, ne? Aber das ist doch genau das, was einem beigebracht wurde. Ja, Schild, hochwirbeln und dann weghauen. Ups, fast zu einfach. Hast du ihn gerade fast ins Gesicht geworfen? Ja. Und ich habe das auch nochmal gemacht. Und ich werde ihm jetzt noch was ins Gesicht werfen. Das war... Schmerzhaft? Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, bist du noch der nächste Schulchampion. Wenn ich sie weiter mit Müll bewerfe, werde ich der nächste Schulchampion. Das zweite Duell kann losgehen, sobald oder du bereit bist. Oder der Hausmeister. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. So kam der Damit Finch. Kannst du, ich glaube, so hieß er. Zauberkombination meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Übungspuppe. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Hoffe ich natürlich auch.
Nachdem du gewonnen hast. Wenn du verloren hättest, dann würde ich es verstehen, wenn du nicht mehr wiederkommst. Kann ich an der Puppe üben? Ja, okay, also seriously. Hallo, Lucan. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Natürlich. Jetzt war es vor 10 Sekunden. Ich sehe das Problem nicht. Ja. Kannst kaum erwarten. Los geht's. Kannst kaum erwarten. An der Puppe, ich meine. Wie ist das denn in dieser Welt? Gibt es sowas wie Mana oder so? Dann kann's ja losgehen. Könnte man durchgehend zaubern? Ja, du hast halt deine Kraft. Bereit für dein Ende? Mana wird nicht wirklich erwähnt. Aber es gibt das Konzept. Also quasi, du kannst dich 24/7 zaubern. Hallo? 3 gegen 2? Finde ich jetzt frech. Akio. Habe ich Akio? Ja. Das war Herz. Ups, hab ich was vergessen. Ach komm. Bin da noch nicht so gut mit drin gerade, ne? Rücktami, wenn du nicht so da bist. Nein. So, was brauche ich da? Ach hier. Du hast doch irgendwie Tränke, ich weiß noch nicht, wie du dich verwendest. Besiegt. Geht zum Heil. Ich habe gerade sogar 2 genommen. Gut, dass ich nicht auf dich gesetzt habe. Noch eine Runde? Ja, das kriegen wir jetzt hin. Ich will es nochmal probieren. Das ist aber auch irgendwie sehr fatal, dass dir gesagt wird, wie du dich heilen kannst, wenn du quasi schon down bist. Ja, wie gesagt, ich hab grad. Muss halt schon ein paar Sachen immer ein bisschen im Kopf haben, ne? Ja. Rennt der rechts? Komm her! Wir sehen wie. Ja, solange sie in der Luft ist, kann sie eh nichts anhaben, ne? Ja. Danke fürs die erste Bereiche. Oh, Lumos! Ein bisschen Licht hier! Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Als ob du extra eingesperrt wirst dafür. Tja. Bravo! Ich hab nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen sterben uns hier, Leute? In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Okay, warum ist das doch mal erlaubt hier? Ach, es gibt ja wieder Zauber, um Leute zu heilen. Du solltest mich ruhig verschonen können. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Tja. Können wir nochmal oder weiter? Wenn geht. Hallo, Luke. Mann, das wird die Endrunde sein. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen Wollen zum nicht. Üben. Bist du bereit, es glaube, zu du probieren? Du bist nicht bereit. Ja. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Alle Zauber drücken. Also erstmal mit 4. Okay. Sehr schön. Das war jetzt irgendwie
Aber auch. Und gescheitert. Ja, okay. Aber das ist eigentlich ganz cool. Ausgezeichnet. Das ist tatsächlich was, was man sich, glaube ich, auch merken kann. Genug geübt, würde ich sagen. Halt so basic, du hast dich gut geschlagen. Dann. Danke, Luken. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben, ja, als im ich Duell. Ich glaube, mein Hauptproblem gerade eben ist einfach, ich hätte mal an der Stelle meine Zauber umbauen müssen. Irgendwie kann man doch hier mit Sicherheit auch die Position ändern. Stimmt. Wo sind denn... Ist hier irgendwo was? Talente. Jetzt muss ich mit dem Hauptspiel weitermachen für Talente. Aufgabe erledigt. Wenn du noch 4 Stück hast, was du deswegen nicht umsortieren kannst, weil es ja keinen Sinn macht, weil es eh noch 4 gibt. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Aber ich glaube schon, dass es hier irgendwie die Möglichkeit gab. Ich dachte, ich hätte das schon gesehen gehabt. Ich sehe es wohl nicht. Wenn du das einfach mal durchklickst. Wie wäre es mit T? Ich meine, immerhin steht es da, ne? Im Endeffekt ging es mir ja nur darum. Kann das nicht? Drag and drop. Hä? Wie ging das gerade? So, dann geht das schon mal, ne? Wenn wir das einfach so machen können, dann wird es nämlich auch für mich ein bisschen einfacher, als von 2 auf 4 zu springen für einen Angriff. Dann bin ich dann doch eher im Shooter-Gewerbe anders unterwegs. Wo das einfach nicht so da. Ach, direkt mal porten, oder? Mhm. Wenn schon hier dieses Flohnetzwerk gibt. Wir müssen nur schauen, ich habe natürlich ein bisschen gelesen. Storytechnisch kommen wir irgendwann mal zu einem... was war das nochmal? Erstmal die Katze streicheln. Kann man immer machen. Die Katze muss immer gestreichelt werden. Gab es nicht eine Taste, um dir anzeigen zu lassen, wo du hinlaufen musst? Ja, aber es gibt auch diese... Ich habe einen Ping gehört. Ach, da oben. Und da. Das ist doch wie so ein Echo, oder? Wer bist du eigentlich? Hallo? Hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu... Junge, ich kenne dich nicht mal. Was ist falsch mit dir? Einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Aber ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Von einem Bett? Ich habe 2 Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Ja, komm. Klingt faszinierend. Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Ja gut, ich meine... Warum nicht, wo oder? Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Na gut. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut, wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Okay, das ist geil, oder? Das heißt, irgendwo starten tut's bei diesem komischen Viech. Dann müssen wir den Zauber hier anwenden und dann öffnet sich diese Tür. Beziehungsweise wahrscheinlich heißt es, wir müssen an dem Viech die Treppe hoch vorbei und finden da dann die Tür. Wahrscheinlich ist dann auch das Klassenzimmer hier direkt in der Nähe, oder? Das ist eine gute Frage. Ist das hier Hilkard?
Ich weiß es nicht. Nee, Hickard war doch... Das ist Professor Ronan. Aber ich habe hier auch noch eine Aufgabe, sagt er mir. Revelio. Ja, oder dieser lilane Kreis da unten zeigt an, dass da die diese Schatzkarte ist. Die Türen hier, die werden wahrscheinlich auch nochmal spannend. So. Mal gucken, gibt's hier das Büro? Können wir das hier irgendwo finden? Jetzt kann noch nicht sehen, oder siehst du hier was? Ach, hier. Also das links mal, ja genau, man kann sagen. Unterrichtsraum Zauberkunst. Ja, was da sind wir gerade gewesen. Was unterrichtet sie nochmal, Hilkert? Gibt's hier eine Info irgendwie, wo man sagen kann, wir kriegen Informationen zu Charakteren? Das sind Erscheinungsbilder. Das ist die Karte hier. Ja, Mann, ich kann ja schnell googeln. Ach, wir wollen doch nicht immer googeln. Ja, wer was Hickard tut, ich glaube, das ist okay. Verteidigung gegen dunkle Künste. Ach, das war die alte Tante da. Okay. Ja. Ja, genau. Das hätte ich dir sagen können. Ich wusste nur nicht mehr, was wir bei ihr gelernt haben. Ja, aber dann ist es Unterrichtszauberkunst. Das müsste gegen die dunklen Künste. Gibt einen gegen die dunklen Künste. Ich denke, der wird es sein. Weil bei dem waren wir gerade. Habe ich gerade nicht gesehen gehabt, aber okay. Ich dachte, wir waren bei dem... Links unten steht. Okay. Naja, wir sind nicht wirklich weit weggekommen, ne? Wir sind halt jetzt im Turm der Verteidigung. Das heißt. Du hast doch den Schnellreisepunkt gemacht für das Unterrichtszimmer, wo wir gerade waren. Ja, ich hatte einen Schnellreisepunkt. Diese Schnellreisepunkte sind auch verwirrender, als sie sein müssten, glaube ich. Ich glaube nur, dass... Hallo? Gehst du jetzt nicht gerade ganz hoch, einfach nur? Ja. Guten Tag, Sir. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Also das ist Astronomie. So, weil hier, man sieht natürlich, wir sind sehr, sehr praktisch, ne? Unterricht Verwandlung, Fix-Unterrichtsraum. Unterrichtsraum Verteidigung gegen die dunklen Künste, okay. Habe ich den die ganze Zeit überlesen gerade? Wahrscheinlich. Ja. Ja. So, Das ist halt schon schön, ne? So, das heißt, wir suchen jetzt hier irgend so ein komisches Viecherl. Ah, ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Das ist das, oder? Ich wollte gerade nochmal dran vorbei. Genau, ich wollte gerade nochmal kurz schauen, ob wir das Bild nochmal sehen können. Das hoffe ich doch. Wahrscheinlich hätte uns das Geheimnislager im Schloss sowieso den Weg direkt gezeigt. Wir hätten uns den ganzen Stress gar nicht machen müssen. Das wäre schade, wenn einem das einfach den Weg zeigen würde. Also wenn es einem den Startpunkt zeigt, okay. Aber wenn es einem mehr zeigt, wäre es irgendwie blöd. Ja, wir können hier auf der Karte finden. Kannst du mal eins von den Sachen anklicken? Weil du hast ja oben immer noch als Aufgabe hier, finde das Buch. Schau mal, das wird uns das auf jeden Fall hier anzeigen. Finde den zweiten Orientierungspunkt. Okay, kannst du das einfach... Also kannst du das verfolgen oder ist das einfach nur... Ja, hier irgendwo ist das. Mit V war das, genau. Nee, aber er zeigt uns wohl nur den...
Er zeigt uns den Punkt zu der Area an, wo wir hin müssen. Okay, mussten wir jetzt raus oder mussten wir... War das nicht irgendwas mit raus? War das nicht aus wie ein Hof? Stand da schon wieder eine alte Jungfrau rum? Ja, aber wir mussten zuerst an dem Bild. Also, ich glaube schon, dass das hier da irgendwo... Der Brunnen. Ich komme immer näher. Hier ist der Brunnen. Die Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Muss er zugestehen, ohne... Also ist gut, das Bild halt irgendwie nochmal zu haben. Genau. Protego! Ja, genau, das wollte ich gerade... Rebellion. Protego. So, lass mal kurz gucken. Lass mal nochmal schnell hier... Inventory. Haben wir es vielleicht hier? Ja, sieht so aus. Da ist das Viech. An dem Brunnen hinten vorbei. Da ist die Tür. Genau, und dann zu einem Gemälde und mit der Hand da wegzaubern. Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Nein. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Okay, lass mal das Zeug einfach drin. Wenn stinkt, wird der Schrank weggeworfen. Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Warum sollte das ein Schulleiter tun? Warum beschwor Professor Mohl fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Ja, dann ist es, glaube ich, schon gut, dass sie nicht mehr Schulleiterin ist, wenn das ihre Intention war. War Peeves dieser Toilettentaucher? Könnte sein, ja. Der Ding meinst du, den Clown. Ja, genau. Mich verwundert es auch, dass die hier irgendwie Geister haben, die ich bisher noch nicht aus der Story kenne. Aber naja, vielleicht sind die irgendwann mal weggegangen. Ja, spielt ja 100 Jahre davor. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ja, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Ja, dann willst du doch 100 Jahre lang bleiben. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Ich finde es immer cool, dass die allen Leute, dass alle Leute einfach das Zeug nicht wollen. Die sind einfach nur neugierig. Ich will die Goldblumen gar nicht, die da drin sind. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Ich sollte nachsehen, ob ich am Hohen Ofen in der Schule Zenobias Steine finde. Also ich denke, wir waren schon genau richtig. Exactly there, ja. Hier rein. Genau, und jetzt müssen wir einfach das Bild finden. Pass mal ab. Wie sah denn das aus? Genau, das, was ich auch gerade sagen wollte. Was war das für ein Bild? Haus mit Bäumen drauf. Ja. Wahrscheinlich Schneelandschaft. Vorne ein... Gut möglich, ja. Ich vermute auch, dass es kein kleines Bild sein wird. Genau. Die Treppe sieht vielversprechend aus. Und das muss ja theoretisch auch irgendwie so auf... Wie soll ich sagen, auf unserer Höhe sein. Wir müssen ja irgendwie dann kommen oder so. Oder ankommen. Die anderen sind ihm völlig egal. Ne. Was ist das? Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Also, wo ist der Schatz? Legion! Dann zu springen. Ich kann springen, aber ich kann nicht gleiten. Können sie auch scheinbar nicht an Dingen festhalten. Das wäre auch zu leicht, ne? Kannst du es höher fliegen lassen? Kannst du es mitnehmen?
Ich weiß nicht genau, warum ich das hier machen möchte, aber... Das ist dein Haus. Das da ist dein Haus mit Bäumen. Kannst du das mal runterlassen, das Ding? In dem Porträt war eine Tür versteckt. Ja. Ich meine, why not? Ist wohl aus Arthurs Suche geworden. Ich finde es trotzdem spannend, warum wir dieses Ding hier mitnehmen können. Ja, gute Frage. Da lag jetzt einfach ein Kleid drin. Das war kein Kleid. Das war eine Historikeruniform, die aussieht wie ein Kleid. Das war ein Zauberermantel. Nachthemd. Ich finde es ein bisschen, dass hier mein Inventory und Ausrüstung getrennt sind, ist für mich noch ein bisschen... Okay, wir können es nicht anziehen. Also es war doch ein Kleid, das wir wohl nur abgeben können. Aber hier gäbe es auch nochmal ein Rätsel. Naja, wir können es wohl noch nicht starten. Lumos. Ja, dann okay. Weiter. Oh. Wir suchen die Sphinx. Die muss auch hier in der Nähe dann sein. Okay. Wahrscheinlich auch irgendwo... geschlossen. Okay, das sieht geil aus. Sieht aber nicht nach einer Sphinx aus. Noch nicht so als der Musikraum. Ja. Aber also, nice. Was? Werden Zauberer in Musik unterrichtet? Ja, wahrscheinlich irgendwas schon. Faszinierend. Nicht wahr, Spock? Wenn du also dem, dessen Namen man nicht aussprechen darf, wenn du dem gegenüberstehst, dann kannst du ihm mit einer Quetsche was vorspielen und hoffen, dass er dich verschont. Der hat ja hier auch gelernt. Ah, okay. Also wenn du dich erstmal erniedrigen, indem er seine Quetsche auspackt und zeigt, dass er viel besser spielen kann, dann bringt er dich. Dann kommt erst das Zauberer-Game, genau. Okay. Sehe schon, ist durchdacht. Ich finde es halt so krass, dass du hier einfach so viel erkunden kannst, weißt du, dass es einfach so viel gibt hier momentan noch. Ist schon schön. Yeah. Komm, get some. Natürlich habe ich kein Schloss knacken. Ich sehe ja Frock. Ich möchte behaupten, dass auch irgendwo hier das der Gemeinschaftsraum von Gryffindor oder sowas ist. Machst du woran fest? Also ich habe ja keine Ahnung. Ja, deswegen nicht. Okay, das ist auch geil. Ja gut, das können wir noch nicht. Klassiker, natürlich baut man einfach mal so ein Dom hier hin. Ja, warum auch nicht? So, ich glaube, wir sollten mal kurz nach den Stories noch ein bisschen schauen, ne? Ja. Rauten wir uns dahin und machen da ein bisschen die Main Story weiter. Da ist immer was Gutes. Aufgaben gibt es eben mehr als genug. Main Story ist immer gut. Ja, das ist so ein bisschen mein Problem bei den Spielen hier auch. Ich verliere mich hier auch. War nicht der Dude mit seiner Zauberkarte da, also mit seinem Schatz? Ist das nicht der da jetzt noch auf der Treppe sitzt? Nö, der hatte eine Brille auf. Mann, auf die Leute ist auch nicht Verlass. Er hat ganz klar gesagt, er ist hier. Er hat gesagt, du sollst ihm das einfach nur sagen. Du kannst es behalten. Er hat nicht gesagt, dass er hier bleibt. Das ist nämlich die nächste Aufgabe. Finde ihn erstmal wieder. Naja, dann gehen wir hier mal hoch und machen die Main Story weiter.
Ja. Bist du das? Nein. Die Gänge sind hier aber auch verwinkelt. Wahrscheinlich war ich wieder dumm und habe natürlich wieder nicht den richtigen Schnellreisepunkt ausgewählt. Ja, wir sind nämlich gerade an einem vorbeigelaufen. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der mich wohl führt? Okay. Heißt es jetzt? Du sollst ihm folgen. Ja, und wo ist er jetzt hin? Oh, der ist weg. Ja, schade. Was haben Sie jetzt vor? Was ist das? Da ist der Schrank. Wow. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Schlagen? Bäm! Als ob. Vielleicht wollte er auch gerade eben rein, aber. Nee, der wird immer wieder da drüber fliegen und du wirst ja wahrscheinlich schlagen müssen, wenn er genau drüber ist. Das war es. Peng! Voll in die. Ins Gesicht. Eine alte Münze. Vielleicht kann Nelly etwas damit anfangen. Was für eine Münze? Was ist das für eine Münze? Das ist die Münze mit dem Hauswappen. Also mit meinem, mit unserem Hauswappen. Guten Tag, Herr Becker. Ich möchte ganz gerne mein Brot bezahlen. Ich habe aber nur diese 30-Kilo-Münze dabei. Nehmen Sie die auch? Aber natürlich. Was haben wir hier? Ich hoffe, das ist der richtige Punkt. Die Münze drauf, dass der falsche ist. Eine Golddublone darauf. Mir wäre lieber, wenn Sie nicht zu uns. Ganz meine Meinung. Zur Info, wir haben nicht mehr das Problem mit 30 Minuten. Oh, du hast recht. Ja, aber es war ja auch davor, dass dann die Framerate eingebrochen ist. Aber ja. Es gab ja einen Patch vor kurzem. Wahrscheinlich hat der wirklich das jetzt auch behoben. Können wir mal Licht machen? Also du kannst dir das merken mit dieser Tür und das. Okay, was soll ich mir hier merken? Ein super dunkler Gang. Ja, überall. Kein Alleinstellungsmerkmal, ne? Ah, ich hab's gejinkt und schon brechen die Frameraten ein. Ja. Ja gut, aber wenn es nur immer ganz kurz ist, weil jetzt irgendwie wieder ein neuer Teil lädt, ist ja okay. Ja. Na, wir wollten die Main Story weitermachen. Und dennoch möchte ich irgendwo noch mal schauen, ob ich nicht vielleicht doch noch diese Flatter-Ding finde. Die Flatter-Ding. Ja, das war in dem Stream, wo du nicht mit dabei warst. Vielleicht wirst du mal V drücken, dass du einen Pfad angezeigt kriegst. Ja, ich hab ihn hier unten auf der Karte. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Kannst du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Hallo, Nelly. Die wartet zumindest hier. Ich konnte hier einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine überaus merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Okay. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ich sollte das erleben. Okay, das kriegen wir hin. Vorausgesetzt, ich finde unseren Gemeinschaftsraum. Kannst du nicht einfach links da draufklicken? Hm? Auf die Namen? Jetzt bist du halt falsch, aber kannst du da nicht irgendwie... Ja, ich schau nur, ob ich hier irgendwo... Das ist halt wahrscheinlich ein bisschen einfacher, als irgendwie das auf der Map irgendwie zu treffen. Ja, du hast recht. Haben wir auch schon.
Südflügel. Ernsthaft, es gibt hier nicht irgendwie so eine Schnellreise zum... Also ich kenne mich nicht aus, ich kann ja nicht sagen, wo ist das? Ja, da ist doch der Gemeinschaftsraum. Ja. So viel zum Thema blind. Wahrscheinlich gibt es dafür dann Hauspunkte. Da ist die Haustruhe. Das ist meine Haustruhe. Ich muss nur die... Ich sollte das erledigen und die Slytherin-Haustruhe finden. Okay. War jetzt was? Sehr... Wir brauchen da irgendwie 20 Stück davon. 16, aber... Ja. Okay. War jetzt nicht sehr ergiebig. Was? Also... Aber schön, dass wir das gemacht haben, ne? Aufträge wollte ich genau. Nein, das machen wir jetzt nicht mehr weiter, ne? Jetzt geben wir das mit diesen... Geben wir das nochmal ab. So, wo ist der? Du kannst das hier halt auch echt fast nicht einschätzen, wo das jetzt richtig ist, ne? Aber ich glaube, das direkt quasi links davon. Wahrscheinlich sind wir dreimal an ihm vorbeigerannt. Ja, aber die kriegen ja dann trotzdem immer noch so Marker über dem Kopf, wenn du in der Nähe bist, oder? Ja, eigentlich schon, aber du weißt ja, wie blind ich bin. Ja, ich hätte es auch nicht gesehen, tatsächlich. Also, kann natürlich sein. Ja, gut. Wie geht es mit deiner Schatzkarte? Hinter der Säule. Ja, super. Hallo, Arthur. Ich wollte dir sagen, dass die Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, ich habe die Uniform eines Historikers gefunden. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Nein. Toll, dass du mitgemacht hast. Mann, wir hatten beide Erfolg. Ich habe Gold gemacht, ja, und du hast ja so ein altes Lampen gefunden. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Hat er gerade gesagt, wir sollen in Weasleys Labor? Büro? Naja, kommen wir eh noch nicht rein. Ja, Main Story. Main Story it is. Aber ich glaube, Main Story ist, dass wir sogar ein paar Sachen machen. Lass mal schauen. Ich muss den Feuerzauber erlernen. Finde Fix Buch. Okay. Ah, in die verbotene Abteilung. Okay, schön. Gehen wir doch direkt rein. Ist der Port schneller? Ja, möchte ich schon sagen, oder? Ich kann das gar nicht abschätzen. Ich auch nicht, aber die Bibliothek ist, glaube ich, irgendwo in der Nähe von dem. Hoffe ich mal. Hoffst du? Ja. Ja. Also sind wir jetzt an der anderen Seite des Schlosses. Ja, ganz so verkehrt sieht es hier nicht aus, oder? Ja. Ne, passt. Vielleicht mache ich das ein andermal. Okay, also können wir wohl noch nicht, ne? Cool. Wie lernen wir den Feuerzauber? Ja, ich glaube, da stand aber drin, wir müssen in die... Ich glaube nicht, dass das jetzt geht. Vielleicht später. Wir müssen in die Bibliothek, glaube ich. Aber wahrscheinlich können wir die Quest noch nicht starten, oder? Oder habe ich das jetzt falsch gelesen? Ja, also wahrscheinlich ist das ja quasi das Folgeding, aber wir brauchen halt den Feuerzauber vorher. Was ist das Professor Hickards Aufgabe? Ja, Belohnung Incendio, ja. Klingt nach Feuerzauber. Ich sollte ein andermal wiederkommen. Ja, wir haben es verstanden. Ja, man müsste halt erstmal die Aufgaben fertig lesen, dann. Das würde helfen. Ach, lesen. Okay, ja. Gut. Stehen wir nicht. Du kannst einmal komplett durchlaufen oder du portest dich zu dem in der Ecke. Der unterste jetzt. Der da. Genau. Ich dachte mir gerade auch. Also, die Karte ist noch ein bisschen so.
Also mittlerweile muss ich sagen, man kann sogar fast ein bisschen einschätzen, was am weitesten weg ist, aber du musst halt immer komplett drumherum drehen. Das ist einfach so ein 360-Grad-Bild davon hast quasi. Wir müssen direkt zu ihr. Achso, ja, stimmt. Ich hoffe, Mr. Brackleby konnte sie unterbringen. Und dass sie ich habe ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener verrückte ist. Verrückte Mungos. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Rosen zu beenden. Das muss man tatsächlich gut vorstellen. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Wedeln und watschen. Konzentration. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Ab jetzt gibt's neue Tasten hier dran. Ja, die gab's davor auch schon. Nein, ich hab's nicht gesehen. Quicktime-Events der Hölle. Zumindest mit der Maus. Ich weiß nicht, warum du nicht einfach quasi direkt ans Ende der Geraden da gehst immer. Ich muss mit der Maus hintun und die läuft automatisch. Also ja, aber das wird doch so. Jo, Feuerball, Junge. Ja, genau so sind diese Krankenhausgeschichten entstanden. Da war er da und hat sich hingestellt. So ein Feuerball, Junge. Und dann war er im Krankenhaus, als er wieder aufgewacht ist. Oh, warum? Ich wollte hier den Lichtzauber haben. So, danke. Eine Wunderkarte. Klappt ja gut. Wie viel Range hat das Ding? Ich glaube weit. Das Problem an der Stelle ist, glaube ich, nur, dass wir daneben gecastet haben oder irgendwie sehr schnell an irgendeiner Wand hängen bleiben. So, dann wollen wir zurück. Wo sind wir denn gerade? Das war's nicht. Das auch nicht. Große Treppe. Nein. Astronomie. Professor Fix Unterrichtsraum. Und jetzt, große Überraschung, ist er ganz woanders. Jetzt müssen wir gleich wieder zurück. Weil Backtracking so geil ist. Ja, Backtracking ist absoluter Schmutz, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Rang 1 in der Beziehung beim fürs schlechteste Spiel kriegt. Da habe ich eine ganz klare Nummer 1. Wir hocken die ganze Zeit schon da, Junge. Wie konntest du uns nicht sehen beim Reinkommen? Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Warum beleidigt ihr uns? Ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Hat er gerade gesagt, dass wir auf unbestimmte Zeit noch warten sollen? Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Auf unbestimmte Zeit. Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Also, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich habe keine Ahnung von dem gesamten Universum, aber ist Black ein Böser? Er ist ein Schulleiter. Das sind immer die Komischen, das solltest du doch wissen. Ja, nein, nicht komisch. Ist er böse? Keine Ahnung. Also hier kann ich momentan gar nicht einschätzen, wo wir hin müssen. Kannst du das? Naja. Also ich meine, die große Halle ist es nicht. Die Treppe ist es auch nicht. Glockenturm auch nicht. Astronomiegebiet, so. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Nebenquest, so wie es aussieht.
kann es halt null abschätzen, was hier der beste Point Guard ist. Der ziemlich weit unten ist, im Hof vielleicht. Ah, der wird sich wahrscheinlich den du jetzt gerade genommen hast, da wird sich nicht viel nehmen. Ja, wenn da schon mal so eine komische Quest jetzt auf einmal angezeigt wird, dann nehmen wir die doch. Wir haben jetzt ja quasi gerade keine Main Story. Ist ja auf unbestimmte Zeit verschoben. Ist das hier dunkler Gang? Ja. Das war dieser Gang mit dem großen. Großes Gemälde und rechts nebendran dunkler Gang. Und ich hätte erwartet, dass die Dinger gar nicht so weit weg sind. Kann ich nicht abschätzen. Ich sehe einen Schlüssel. Ach hier. Wie triggerst du ihn? Wahrscheinlich einfach nur hinterher rennen. Ja, wahrscheinlich einfach nah hingehen, oder? Ja. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Fliegenklatsche. Bang. Ich weiß nicht, irgendwie. Ist es ein scheiß Quicktime-Event? Ja, damit hast du recht. Ja. Ich wollte es so nicht sagen, aber also das Minigame ist es irgendwie nicht so, muss ich sagen. Und dabei musst du das nicht mal machen. Ja, aber ich finde es schon nervig. Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Ja, was darf ich für den nächsten machen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hophouse. Ist mir ein Vergnügen. Mir nicht. Ich habe schon von dir gehört. Ich du nicht hast von dir. Gegen Trolle und Drachen gekämpft. Ist das hier dieser Harry-Töpfer? Nein. Ja, ich hätte schön viel Glück. Kann sein, dass das so wirkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es waren oft einfach die Umstände. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren. Und also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Ja, und? Okay. Aber wenn wir einen Feuerzauber oder sowas haben, könnte man natürlich versuchen, aussehen zu lassen wie der gute Harry. Okay, was ist denn Knuddelmuff? Ich habe keine Ahnung. Es ist dein... Machen wir uns über ihn lustig, sagen wir, ja, das könnte schon unheimlich sein. Es ist ein Flauschball mit einer unendlich langen Zunge. Du machst wohl Witze. Du kannst unmöglich Angst vor Knuddelmuffs haben. Du kannst das vielleicht nicht nachvollziehen, aber meine Erfahrungen mit ihnen waren erschütternd. Sie fressen nämlich Popel. Egal wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankov Knuddelmuff. Ja. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was hat er gesagt? Er hat Angst vor Knuddelmuffs, weil sie Popel essen. Ja, genau. Das habe ich nämlich auch gerade gelesen. Ja. Machen wir uns weiter über ihn lustig, oder? Sorry, aber... Ja. Tut mir leid, aber du musst zugeben, das ist schon witzig. Das finde ich überhaupt nicht. Everett hat dasselbe gesagt. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlick dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Gute Knoblauch-Professor. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass Schule? Ich dort war. Vielleicht von einer besonders gefährlichen Pflanze? Ja, was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlick hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz so. Das hatte ich gerade eben auch. Meinst du die Stelle, wo er von der Pflanze eingetan wird?
Klingt spannend. Holt mich raus. Na gut. Nein, nein, warte. Ich war zu high wie noch nie. Hervorragend. Ja, das weiß ich genau zu schätzen. Das. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Was hat wohl Professor Garlic im verbotenen Korridor angepflanzt? Krasser Knoblauch. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine. Wäre jetzt interessant, die Hintergrundgeschichte zu dem Professor zu erfahren. Warum unterrichtet er hier nicht mehr? Sitzt er vielleicht im Knast? Was ist das Problem mit ihm? Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Kannst den Brunnen nutzen. Ja, dann passiert das hier. Die Nixen. Ich dachte, das ist jetzt hier wie so die... Auf der Kirmes die Entchen. Ja. Ich höre einen Schlüssel. Also links, ich höre einen Schlüssel. Fahr. Let's do the punch game. Ja, mein Lieblingsminigame. Jo, wo ist er denn? Na, hier schon mal nicht, ne? Ja. Also, vielleicht ist die bessere Taktik, die immer so ein bisschen mit der Maus noch zu verfolgen, also ein bisschen den hinterher zu schauen. Weil die scheinen ja nicht sonderlich weit zu fliegen. Bisher zumindest. Warum kann ich da hinten was anwählen? Ich wollte auch gerade sagen, kannst du das mit Akio herziehen?